aus Krasnojars. Wir sind gerade auf dem Weg in den Stolby-Nationalpark. Für unsere Verhältnisse mal früh. Es ist nämlich 10 Uhr. Wir haben aber auch 4 Stunden Zeitverschiebung. Also eigentlich ist es super früh und 6 Uhr. Es hat die ganze Nacht mega krass geregnet. Auch jetzt fisselt es noch so ein bisschen. Laut Wetterbericht soll es jetzt so gegen 11 Uhr aufhören. Wir gehen jetzt noch schnell was einkaufen und fahren dann mit dem Bus in die Nähe vom Nationalpark und werden dann da wandern. Dann nehmen wir euch dann natürlich mit. Also wir fahren jetzt mit dem Lift hier nach oben. Also wir laufen jetzt hier diesen Weg. Jetzt sind wir hier. Ja, wir haben verschiedene Bergspitzen vorbei. Und dann sind wir hier dann wieder relativ in Straßennähe und fahren dann von da wieder zurück. Laut Plan 16 Kilometer, 5 bis 6 Stunden. Mal schauen. Mhm. Auf geht's, 16 Kilometer. Und wir haben wie viel Uhr? Bestimmt schon 1, oder? Aber ich glaube, verlaufen können wir uns nicht unbedingt. Aber an den Bäumen. Das ist ja hier eigentlich ganz gut markiert. Ja, wir laufen jetzt immer noch durch den Stolby-Nationalpark, der übrigens der meistbesuchte Nationalpark Russlands ist. Und auf bisher 1,5 Stunden Wanderung haben wir eine Person getroffen. Also hier ist niemand außer uns, was echt cool ist, was aber auch ein bisschen gruselig ist. Und der Nationalpark ist echt super schön. Hat sich auf jeden Fall jetzt schon gelohnt. Aber es gibt eine gute Aussicht. Ich habe es schon erspähen können.
wieder aus dem Park draußen und von dem Parkausgang bis zurück nach Krasnojarsk, also bis zu der Straße, von der aus dann der Bus fährt ins Stadtzentrum, sind es laut Navi jetzt noch 2,5 Stunden zu laufen. Das sind jetzt nochmal 7 Kilometer. Wenn es jetzt den ganzen Weg so geht wie hier, ist es ganz schön anstrengend. Und ja, wir haben übrigens schon 16:30. Also, und für 4 Uhr war Regen angesagt. Das heißt, das könnte uns jetzt auch noch ereilen, dieses Schicksal. Ja, wir melden uns dann vielleicht aus dem Bus, wenn wir einen kriegen. Hallo! So, wir sitzen jetzt am Bahnhof in Krasnojarsk. Wir warten jetzt auf unsere Bahn. Dauert jetzt so eine halbe Stunde, bis die kommt. Und dann fahren wir so ein bisschen Stunden mit der Bahn bis nach Irkutsk zum Baikalsee. Und ja, jetzt gestern waren wir noch mal ein bisschen in der Stadt und die Stadt hat sich doch jetzt gestern noch mal von einer ganz schönen Seite gezeigt und wir hatten auch noch mal ganz gutes Wetter. Also gerade am Fluss in Krasnojarsk ist es auch echt schön. Komm, wir fahren. Yay! 2 Tickets. Jochen, ich hab... Die hat uns eine Zone gegeben. Ja. Das lieber. Und das wabert auch schon ein bisschen, oder? Wunderbar. Das sehe ich auch richtig. Das ist wie eine geschützte Kugel, wenn wir hier runterfallen. Donnern wir auf den Boden wie so ein Flummi und wabern dann noch mehr. Wir haben uns jetzt heute für die Fahrt mal ein bisschen Couscous-Salat vorbereitet, dass wir mal was Vernünftiges zu essen haben und nicht nur diese Tütensuppen. Die haben wir natürlich auch noch, das ist ja völlig klar. Ja, aber diesmal nur 2. Ja, und ja, dann gibt es jetzt nochmal 17 Stunden Fahrt. Da freuen wir uns doch drauf. Yo. Yo, so ist es. Hi. Wir sitzen jetzt hier gerade im Bus nach Olchon. Mal schauen, wie die Fahrt wird. Wir haben viel Schlimmes gelesen bisher. Das hier ist jetzt die Hauptstraße.